Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute, ich habe heute nämlich die Xbox Series X bekommen und ich habe auch schon ein Spiel runtergeladen. Es ist ja nicht ganz fertig runtergeladen, aber die Box zeigt mir an, man kann schon spielen. Und wir werden mal mit Gears 5 starten. Bin echt gespannt und hoffentlich komme ich mit dem Controller klar. Weil, wisst ihr, PlayStation hat halt die Symbole und hier ist der A, B, X, Y. Und ja, nicht, dass ich mich ein bisschen verdrücke. Genau, dann wollen wir gleich mal reinschauen. Ich fülle nochmal schnell die Dampfer auf. Und dann geht es auch schon los, Leute. Und ich würde mich natürlich über ein bisschen Support freuen. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, Like, Kommentar oder auch Abo. Alles gern gesehen, Leute. Gut, jetzt würde ich aber sagen, wir wechseln mal die Szene und werden mal rüber switchen. Da ist es auch schon. Gears 5 auf der Xbox Series X, Leute. Ist übrigens meine zweite Xbox, die ich jetzt habe. Ich hatte damals mal eine Xbox 360, glaube ich, war das. Das ist schon ewig her und da habe ich auch überhaupt nicht lange gespielt. Das war, weiß ich nicht, zwei Spiele oder so und dann bin ich auf der PlayStation auch wieder zurück. Genau, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mal rein. Drücken Sie A zum Spielen. Wer sind Sie? Ja, der Andi halt. Ich hoffe, dass wir schon spielen können. Okay, er lädt auf jeden Fall. Und keine Sorge, Leute, Ghost of Tsushima geht auf jeden Fall weiter. Ich werde das parallel machen. Deswegen habe ich mir jetzt auch erstmal Gears 5 genommen, weil es soll nicht so groß sein. Also nicht so ein riesen Klopper. Und die Box ladet. Warte, ich zeig's euch mal. Okay. War zu schnell. Okay, Helligkeitskalibrierung. Schatten. Achten Sie darauf, in dunklen Bereichen des Bildes wie Schatten keine Details zu verlieren. Helligkeitskalibrierung Oberflächen, die kein Licht ausstrahlen sollten, klare Details besitzen und nicht übermäßig hell sein. Achten Sie auf die Gesamthelligkeit des Bildes. Okay. Ja, das andere bla bla bla. Wir spielen übrigens, also ich spiele auf 4K. Lad's aber nur in 1080p hoch auf YouTube, weil sonst wird das Video zu groß. Das Problem ist halt, ich bin noch ein relativ kleiner YouTuber und bei mir, auf meinem Kanal ist ein blöder Codec, der halt nicht die Qualität wiedergibt, wie es eigentlich ist, wenn ich es aufnehme. Also wenn ich auf dem PC anschaue, ist die Qualität viel besser. Okay. Ja, sie schauen wir jetzt mal was an. Machen Sie mal so. Das soll eigentlich passen. Genau. Drücken Sie A. Tastenschema. Das lassen wir alles so. Das lassen wir. Untertitel lassen wir auch eingeschaltet. Dann könnt ihr ein bisschen mitlesen. Das lassen wir natürlich an. Okay, drücken Sie A. Starten wir mal. Ich hoffe, ich komme hier mit dem Trigger klar. Ich bin echt nur PlayStation-Controller gewohnt mit L1 und sowas. Hier ist alles RT, LT. Ja, B. Willkommen im Trainingslager. Bevor Sie die Kampagne spielen, im Versus-Modus gegen andere Spieler antreten, sich dem Ansturm des Schwarms im Horde-Modus entgegenstellen oder ihn im Fluchtmodus abhängen, sehen wir uns die Grundlagen und wichtigsten Neuerungen in Gears 5 an. Viel Spaß. Ich habe noch nie Gears gespielt. Lieutenant Herman Walker meldet sich zum Dienst. Hey Barrett, wie lange wird's hier drin noch dunkel sein? Hä? Dunkel? Wo bist du? Wo du mich hingeschickt hast. Oh je, Missverständnis. Dave, enttarnen. Okay, kannst du wenigstens Dave sehen? Okay. Oben schauen. Sichteinstellung. Ihre Sichteinstellung ist so konfiguriert, dass Sie nach oben schauen, wenn Sie nach oben drücken. Okay. Ist praktisch nicht gespiegelt. Drücken Sie die Taste, um dies jederzeit ändern zu können. Werden Sie nicht intervenieren.
invertieren. Das machen wir nicht. Ja, ich sehe, Dave. Okay, ich arbeite dran, das Modul zu aktivieren. Beeil dich bitte. Ah, defekte Lichter. Iris, öffne die Türen. Natürlich, Damon. Oh. Was zur Hölle, Mann? Hey, irgendwie mussten wir in den Kasten ja Licht reinbringen, oder? Warte kurz, das haben wir gleich. Oh oh. Warum hast du mich dafür aus meinem gemütlichen Bett geholt? Okay, ich will unsere Sicherheitsbots aufrüsten, damit sie für den Schwarm gewappnet sind. Die Sensoren deiner Schutzausrüstung zeichnen all deine Aktionen auf. Und du glaubst echt, dass deine Bots meine Moves abkupfern können? Ja, tue ich. Genau genommen. Tolle Landung, Barrett. Danke. Okay, wir müssen die Sensoren kalibrieren. Folge einfach, Dave. Gut, jetzt bleib bei ihm. Und ich könnte jetzt gerade gemütlich brunchen. Dein Eis kriegst du, wenn wir hier fertig sind, Kleiner. Okay. Ja, Tutorial jetzt noch. Die Daten sehen gut aus. Dave, weiter. Na schön, Lieutenant. Dein Taktik-Com wird laufend aktualisiert. Sieh mal nach. Halte LB gedrückt, um das Ziel anzuzeigen. Na sowas. Ich kann Dave sehen. Wunderbar, echt gut. Egal, jetzt kommt das Ziffernfeld. Ah, das ist, was ich meine. Hab ich wieder falsch gedrückt. Fantastisch. Iris, das nächste Modul. Vorbereitung läuft. Okay. Für den Kampf müssen die dies als erstes lernen, Deckung richtig zu nutzen. Wer von euch ist Xbox-Spieler und PlayStation-Spieler? Habt ihr da auch Probleme mit dem Controller euch umzugewöhnen? Also, rein von den Tasten her, von der Belegung. Ah, Deckung, okay. Zur nächsten Deckung, bitte. Okay, okay. Und jetzt begib dich zur nächsten Deckung. Das war nichts. Versuch's nochmal. Halten Sie am Rand die Deckung L oder? Perfekt. Okay. Das war's. Ja, okay. Bleib bei der Wand und geh nach links. Als wärst du unter Beschuss. Piu, piu, piu. Das ist verwertbar. Jetzt wird's erst richtig interessant. Die Dibis müssen lernen, dass Feinde sie auch in Deckung seitlich treffen können. Nutzt die Deckung, um Daves Sicht zu blockieren. So lernen sie, wie sich ein Gear bewegt. Okay, das war's für mich. Dave, aktiviere deinen Ziellaser. Oh, kannst du mich nicht finden? Daneben. Weißt du was? Das macht irgendwie Spaß. Okay, und zum Abschluss ein Sprung über die Deckung. Geh bei Dave in Deckung. Und jetzt spring drüber. Gut. Okay. Wie fühlst du dich, Kleiner? Ich wärme mich auf. Mal fortsetzen. Aktiviere den Sprintgraben. Natürlich, Damon. Da kommen wir schon rein. Ein Bot hat keine Ahnung, wie es ist, in vollem Tempo zu rennen. Also zeigen wir es ihnen. Sprinte gegen Dave darüber. Iris, Countdown bitte. 3, 2, 1, los. Und jetzt wieder zurück zum Start. Iris? 3, 2, 1, los. Okay. Zu langsam, Dave. Okay, gute Arbeit. Das war brauchbar. Stell dir vor, die Wiesen sind jetzt so unverwechselbar wie du. Bitte schon mal was schauen.
Okay, ich kann nur 60 Hertz spielen. Höher schafft das nicht. Okay, wird schon passen. Schön für Sie. Was jetzt? Iris, bereit für Building vor. Lieber ballern hier, ey. Schussanlage wurde platziert. Okay, schnapp dir den Lancer. Die vielseitigste und zuverlässigste Waffe der Corps. Etwas mit Kettensägen-Bajonett muss man einfach vertrauen. Bei Schwierigkeitsgrad Anfänger spielt die halbautomatische Fassung auf Gegner. Okay. Die Liebeschützer online. Okay, jetzt leg mal an. Dibis wollen am liebsten aus der Hüfte. Das ändern wir jetzt. Ich weiß, wie man eine Waffe abfeuert. Wie sehe ich aus, Berg? Sexy, oder? Und jetzt zerstör sie durch blindes Feuern, während du selbst hinter der schützenden Deckung bleibst. Also das sind mein gute Namen. Gib sie ruhig ein. Okay. Aus irgendeinem verdammten Grund haben die Dibis Probleme, perfekt nachzuladen. Zeig ihnen, wie es geht. Drücken Sie im Nachladen erneut RB, wenn es oben rechts in der Waffenzeiger angezeigt wird, um schneller nachzuladen und bessere Feuergeschwindigkeit zu verbessern. Okay. Wow, perfekt. Die Daten müssen doch was taugen. Nicht schlecht, aber jetzt wird's schwieriger. Kannst du auch ein bewegliches Ziel eliminieren? Na klar. Erwischt. Kinderspiel. Gut, dann machen wir jetzt mit dem Sprengstofftraining weiter. Schnapp dir ein paar Splittergranaten. Sollen die Dibis wirklich mit Granaten um sich werfen? Schon mal den Schwarm gesehen? Halten Sie in der Nähe von Granaten X gedrückt, um sie aufzuheben. Okay, rüste sie aus. Iris, ich brauche ein paar Freiwillige, die Lieutenant Walker hochjagen kann. Ja, Schatz. Damon. Schatz. Ja, Damon. Ah, das hast du nicht gehört. Bert, inwiefern hilft das beim Training der Dibis? Das sind alte Wacheinheiten. Die hätte ich sowieso ausgeschlachtet. Schmeißt aber nicht weit. Okay, genau wie beim Schießen. Bleib in Deckung und wirf die Granate blind. Lieutenant Herbert Walker, Sie wurden als Feind unseres Staats. Einer weg. Boom, mit verbundenen Augen. Perfekt, jetzt mach die Augen auf und visier die anderen an. Ausholen, zielen, werfen. Habt ihr ruhig mehr Granaten? Und der Erste! Oh, noch Granate! Okay, es läuft. Steht Markus auf Tomaten? Ausdrücklich ja. Hol dir Munition und Granaten. Dann zurück in Deckung. Okay, hier sind wir voll. Geh in Deckung. Diese Hirten-Dibis verwenden Schockgeschosse. Eliminier sie. Kein Problem. Zieh auf den Kopf, dann sind sie gleich platt. Schnell ist gut, ich verhungere. Wechsel mal zwischen Schusswaffe und Granaten. Geh nicht immer gleich vor. Bürger, warten Sie auf Ihre Festnahme. Sie wird angegriffen. Einheit wechselt jetzt Position.
fertig. Ich schaff das. Ausgezeichnet. Die Daten sehen gut aus. Weiter? Klar. Wieso nicht? Spitze. Und jetzt noch eine kleine medizinische Übung. Iris, her mit dem Patienten. Er schließt sich uns jetzt an. Was ist los mit ihm? Sieht doch ganz okay aus. Dave? Was für ein angenehmer Tag, Herr Soldat. Hilf ihm auf, Dell. Los, für die Wissenschaft. Keine Angst, ich hab dich. Ihre Unterstützung wird sehr geschätzt. Damit du's weißt, der nächste Teil wird etwas wehtun. Was soll das bitte heißen? Dave. Hallo? DB, hilf ihm auf. Damon, das ist nicht Teil des Trainingsprotokolls. Hast du stattdessen Spaß mit Lieutenant Walker? Iris, ignorieren Sie, Kleiner, Sie... Wo ist denn hier? Oder so. Bürger, Sie brauchen offenbar Hilfe. Zu Ihren Teammitgliedern. Oh, du bist echt ein Arsch. Okay, A ist bloß schneller. Kleiner, gefallen und verschrotte diese Wacheinheit, ja? Nimm die Kettensäge deines Lancers. Echt jetzt? Das ist mal kaltherzig. Halten Sie Ihr B gedrückt, um die Lancer-Kettensäge anzugreifen. Ah. Ich kümmere mich ums Recycling. Geh zu Dave, wenn du fortfahren willst. Na schön. Brunch ist eh vorbei. So mag ich das. Iris, starte das nächste Trainingsmodul. Vorbereitung läuft, Damon. Hol die Nasher Schrotflinte von dort. Das gefällt mir jetzt schon. Nasher Schrotflinte? Komm zu Papa. Eliminiere die Hirten. Brauch so viele Nahkampfdaten wie möglich. Sieh gut her, Baby. Lieutenant Dell und Walker, Sie wohnen als Feind unseres Staates. Die Nasher ist wie geschaffen für den Kampf auf kurze Distanz. Also geh ruhig nah ran. Protokolle für Bürgerschutz deaktiviert. Hey, gefällt dir das? Mir nämlich schon. Schön, Sie zu sehen, Bürger. Und fertig. Okay, immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig irgendwie, die Steuerung. Modul 7 muss gereinigt werden. Und, bist du bereit für das Nahkampfmodul? Wer bereit geboren wurde, muss sich nicht mehr bereit machen. Klar. Folge... einfach Dave. Dave, wo bist du? Willkommen zum Nahkampfmodul. Als erstes erledige den deaktivierten DB mit einem Kampfmesser. Das scheint mir etwas unfair, aber okay. Okay, mit B führen Sie Nahkampfangriffe aus. Schön, Sie zu sehen, Bürger. Er ist am Boden. Sammeln wir Hinrichtungsdaten. Mit Stil erledigt. Beeindruckend. Völlig überzogen, aber beeindruckend. Gut, weiter im Programm. Einige Deckungsmanöver. Tun wir's. Okay, geh neben dem Hirten in Deckung. Bürger, warten Sie auf Ihre Festnahme. Und jetzt zieh einfach. Ah, okay. Und das Messer rein. Die tun mir fast schon leid. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lauf drauf zu, spring drüber und schlag zu. Oh, und jetzt das Messer. Und ich erkenne einen Mund. Okay, bring mir jetzt den Konterbein. Geh in Deckung. Du musst dir erstmal alles merken können. Ergreif dich an! Konter!
Komm her, du. Sehr gut, jetzt den Knastschuss. Barry, das grenzt ja an Robotermord, Mann. Ach, wirklich? Okay. Wie wär's dann mit den Soldaten aus einem fairen Kampf? Klar. Komm schon, Berg. Wir reden hier von mir. Du hast nicht genug Roboter für einen fairen Kampf. Ach ja, mal sehen. Schnapp dir dein Zeug, dann legen wir los. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Longshot. Okay, verstehe. Wir probieren es einfach mal. Bisschen Mu mit. Was ist denn das hier? Ach, Munition, okay. Iris, starte Kampfsimulation 12. Damon, Kampfsimulation 12 sollte für einen erfahrenen Gear wie Lieutenant Walker kein Problem darstellen. Iris, man muss dich einfach lieben. Okay, Simulation 13. Größere Herausforderung, bessere Ergebnisse. Im schlimmsten Fall landet Dave für ein paar Wochen im Krankenhaus. Halt, kranken, was? Wirst schon sehen, geh einfach zu Dave, dann legen wir los. Okay, wir probieren es einfach mal. Sag deinen Teamkameraden Hallo, Kleiner. Hi, Kameraden. Guten Tag, Lieutenant. Iris, lass die Feinde los. Die Angreifer werden sich nicht zurückhalten. Also beschafft mir Daten, die mich weiterbringen. Na los, Freunde! Team Dell geht steil! Feindkontakte identifiziert. Weiter zum Spiel. Ich gehe was essen. Ich werde die Daten in Kürze analysieren. Iris, was würde ich nur ohne dich tun? Da schaudert es mir, Damon. Erfolg freigeschaltet. Ah, okay. Passt doch eh, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil dann haben wir das jetzt schon mal angeschaut und ja, schauen wir, dass wir eventuell in der nächsten Folge dann ja, die erste Kampagne machen, würde ich sagen. Gut Leute, ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.